Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast mit Hallodri und Izzy. Wir haben jetzt den Ton direkt hier unten, hallo, weil einige haben sich beschwert, dass der Ton nicht so optimal ist und ein bisschen zu leise auch. Deswegen haben wir das Mikro jetzt ein bisschen näher gerückt. Wir schauen mal, ob das besser funktioniert. Ich gehe jetzt mal zurück ins Spiel. Wir befinden uns unter dem... Ach nee, so ein Stress. Hast du einen Kommentar gelesen? Also die Batterie wird nur verbraucht, ne, wenn der Nachtmodus an ist, habe ich gelesen. Und jetzt musst du eher zum Batterie wechseln. Okay. Und wir haben ja die beiden Generatoren angemacht und du musst jetzt den Schalter umlegen. Weißt du, wo der ist? Nee, ich gehe mal davon aus, dass irgendwo noch ein Raum ist. Da kommen wir her. Da bestimmt. Da kommen wir her. Geh durch die Tür, offene Tür da gerade. Die da? Durch die hier. Oh, pass auf, Laser! Geh zurück. Du musst jetzt vor dem weg. Oh, die sieht voll. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht wohin. Geh einfach da wo Licht ist. Oder du versteckst dich unterm Bett nochmal. Oh Gott. Geh ins Bett. Oh Gott! Oh ja. Ist er jetzt da? Weiß ich nicht, mach mal kurz an. Und wieder aus. Hat er mich gar nicht gesehen? Der hat dich bestimmt gesehen, aber. Aber der hat doch nichts gesagt. Vielleicht kann er auch gar nicht reden. Der sagt doch immer. Ja, der macht ja immer. Das war wohl nur eine Mietekatze. Ja. Okay, ich gehe wieder raus, oder? Ja, no risk, no fun. Ich weiß auch nicht, rennt der dir hinterher oder ist der schnell, ist der langsam? Boah, ich dachte gerade, das hast du in der Hand, das war unser eigenes. Der nur so ein Prügel. Geh mal ganz langsam raus und guck nach links und rechts. Uah, da hängt einer. Jetzt geh einfach mal da rechts, wo Licht ist. Aber da kommt der doch immer her. Egal. YOLO. Geh. Rechts oder links? Geh, die Musik. Links ist Maschinenraum. Spring drüber. Spring! Oh, okay. Spring! Rechts rein. Alter. Du bist zu weit, glaube ich. Geh mal rechts da rein. Hier ist nichts. Sackgasse. Da ist eine Batterie. Wo? Da im Schrank. Das ist was leuchtet. Sehr gut. Machen wir eben Kamera aus. Ist da irgendwo Licht? Nee, voll im Dunkeln. Bist du jetzt hinterm Schreibtisch gerade? Ja, ich hocke hinterm Schreibtisch. Da ist er. What the hell? Boah, zum Glück hocke ich. Aber der kann nicht. Sieht der im Dunkeln? Der läuft ja einfach so lang, als wäre das so das Normalste vom Leben. Ja. Im Dunkeln unten im Keller durch die Psychiatrie zu rennen. Ja, ganz normal. Macht privat ja auch häufig, aber ich bin ja nicht so unfreundlich. Ja, aber du hast keinen Baseballschläger dabei, ne? Du bist mehr dann. Was ist denn jetzt hier? Du musst den Hebel finden. Ich trau mich aber nicht. Tu mal durch die Tür da. Tu mal durch die Tür. Da links von dir ist eine Tür. Die da? Ja. Probier mal. Ja, super. Toll, du musst zurück wieder. Du musst in die Richtung, wo der herkam. Aber das kann doch alles hier nicht wahr sein. Ist das der. Da ist ein Hebel. Ihr wollt doch bestimmt GTA Online, oder? Nein. Geh doch nochmal zurück, da waren doch überall Räume. Kam ich nicht daher? Ich kam doch hierher. Ja, aber da links ist noch ein Raum. Geh da doch mal rein. Ja, da ist der Ollum da bestimmt. Oh, die Spiegelung auf dem Boden. Da spiegelt irgendwas im Dings. Was? In dem Regal. Was spiegelt da? Die Gedärme oder was? Nee, Batterien oder so oder nicht? Wo? Ist da nix? Keine Gottverdammte Akku ist gleich leer. Du kannst dich verstecken. Besser ist das. Einfach erstmal verstecken. Chillen, Matratzen. Ein bisschen chillen muss auch mal sein. Ach nee. Die haben ja schon geschrieben. Wenn wir jetzt schon so Schiss haben. Ja, ne? Ja, stimmt. Da kommt noch einiges. Egal, weiter. Hier ist es aber auch nicht so ungruselig hier drin. Ich habe auch schon gelesen, wir sollen das später veröffentlichen und nicht schon um 15 Uhr nachmittags. Ja, 20 Uhr, ne? Irgendwie abends. Um Gottes Willen. Kann ich mir selber nachher nicht mehr angucken. Allerdings. Hi, Witzka, Herr Kapitän! Renn! La, la, la! Du kannst dich doch nicht einfach... Der hat doch gesehen, dass du da bist. Er sieht mich nicht. Hallo! Geh, renn! Lass mich in Ruhe. Weglaufen. Ich kann nicht, ich häng hier fest. Und
Lalala, Batterien, ich sehe nichts, ich sehe, ich kann nicht, meine Batterie ist alle, hallo, heide, lali, lalu, ich sehe nichts, hallo. Kaputt geschlagen. Alter, bin ich erschrocken, als er auf einmal da vorne stand. Ja, das war natürlich jetzt auch blöd, aber ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren in so einer Situation. Jetzt sag mir nicht, wir haben noch keine Generatoren da. Wir sind jetzt wieder, ja, du bist dran. Du bist dran. Oh, echt jetzt? Ja. Aber wenn ich. Ich hab ja verloren, ich hab's ja nicht geschafft. Aber wenn ich die Generatoren anhabe, bist du wieder dran. Okay. Oder? Diese Musik, die macht's auch nicht besser, ne? Nee, nicht wirklich. Das Gute ist, wir kennen ja jetzt quasi schon den Weg. Ne? Who's that? Ey, Alter, der ist doch da, oder? Nee. Erstmal hier rein. Eiskalt. Zack, Junge. Die sind doch schon alle an, oder? Oder müssen wir die nochmal? Die müssen wir nochmal jetzt. Pumpe an. Oh, wie nervig, jetzt wieder verstecken, ne? Oh, jetzt erstmal hier. Oh, wie unfair. Das kannst du jetzt. Ah. Wie unfair. Ja, da wissen wir jetzt schon, wie es läuft. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon. Hoffentlich ist der Ton jetzt wirklich besser. Hallo, ist der Ton besser? Hallo, hallo. Hallo, Ton. Monoton. Monoton. Oder der Anton. Machen wir das Mono? Anton? Ja, ne. Anton. Sollen wir uns das wirklich antun? Oh mein Gott. Ist er denn jetzt da gewesen schon? Wer? Hast du den eigentlich aufgenommen? Der Antonio. Da ist er. Ach ja. Warum töten wir den nicht einfach? Wieso haben wir eigentlich keine Waffe? Wieso sind wir denn überhaupt nicht mit einer Waffe schon da rein? Ja, weiß ich nicht. Ich fände es auch klüger. Was hat er denn jetzt? Ach, der hat die Tür aufgemacht, da neben uns. Ist das so ein Glück aber auch. Meinst du, das ist wirklich so eine Glücksfrage? Oder der macht niemals unsere Tür auf? Ich glaube, der macht niemals. Weil letztes Mal waren wir in der anderen Tür, glaube ich. Also wenn das wirklich Zufall ist und der dann auf einmal unsere Tür aufmacht. Das wäre krass. Dann sind wir tot. Dann sind wir komplett fertig mit der Welt. Sowas von. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Déjà-vu? Eventuell, weil wir das schon mal gemacht haben. Who's aber that? Bin ich mir nicht sicher. Uah! Was? Hey, was war denn da unten links? Unsere eigene Hand. Ey, wie, diese eigenen Hände sind am schlimmsten. Ojo. Ojo, rein schnell. Zack, Pumpe an. Und verstecken. War aus, oder? Da blinkt was. Hast du gesehen? Nö. Doch. Oh, hallo. Guck mal, musst du den nicht aufnehmen sogar? Vielleicht solltest du das Ereignis sogar aufnehmen. Da blinkt was. Da blinkt was, siehst du? Sehe ich ja. Wo ist er? Ist er noch da? Oh ja! Ja, der ist ganz in der Nähe. Ja, hallo. Hallo. Die war keine Miezekatze. Ja, siehst du, das ist Miezekatze. Welche Miezekatze geht der freiwillig rein? Miezekatze, ist die nicht auch bei DSDS? Die ist auch bei DSDS, genau. Miezekatz. Ja, stimmt. Würdest du die wählen eigentlich, wenn du da hingehst? Ist das was für dich? So, bist du wir so? Sind hier im Keller von der Psychiatrie und du fragst mich, ob ich bei DSDS die Miezekatz wählen würde, wenn ich da mitmachen würde. Junge, ich muss doch... Jetzt bist du wieder dran eigentlich, wa? Ne? Gell? Nee, da läuft nee, nee. Das machst du schon. Der läuft jetzt genau auf dich zu, oh, ne? Jo. Geil, ich duck mich kurz. Da, jetzt... Hä? Wie sollen wir denn da rein, wenn der da steht? Der kommt auf dich zu jetzt, ne? Ja. Ich kann mich ja so... Hallo. Ah. Wo ist der hingelaufen? Ich weiß es auch nicht so genau. Stell dir mal vor, die hätten ein bisschen Humor und der würde jetzt von links kommen. Huh. Als ob er nicht rechts ist. Da. Alter. Oh, da ist er. Schnell. Und das Bett. Aber so gut sehen kann er nicht, ne? Ne, er ist nicht so ein guter Seher. Nicht sehr gut. Nee. Eieiei. Heidewitzka, du. Wir kommen gerade gar nicht weiter, weil wir... Ja, weil du gestorben bist. Weil ich erstens gestorben bin und zweitens wissen... Ich hab... Nee, das kann... Egal, nochmal rauskommen. Ich mach jetzt hier... Jetzt ist er da. Hey, hallo. Ja, erstmal nachladen. Das ist unsere Waffe. Klack. Hey, hallo. Aber wenn ich genau da drin ist. Ah! Fuck! Ich muss weg. Oh mein Gott. Als aber nicht genau Scheiße, da. Scheiße, jetzt bin ich zurückgelaufen.
Egal, hier hin. Nee, du kannst. Oh, renn! Renn! Alter, voll. Wohin, wohin, wohin? Da drüber. Ja, da drüber. Genau, wir hätten nämlich dahin gemusst. Und jetzt da rein. Und jetzt? Und jetzt verstecken da irgendwo. Du kannst dich bestimmt irgendwo verstecken. In dem Wandschrank. Im Wandschrank. An der anderen Seite. Da. Was? Oh. Ach du heilige Scheiße. Uah, da war. Als ob er hier nicht reinkommt. Er macht die andere Tür auf. Die Kamera ist viel zu laut. Die ist doch nicht laut. Tschiu. Als ob das nicht jeder in echt hören würde. Hinauf in den Himmel verschwunden. Da hast du es gelesen. Jetzt hat das endlich verstanden. Jetzt erstmal rausgehen? Nee, noch nicht. Ist er schon weg, meinst du? Nee, das ist halt das Problem, ne? Sollen wir eigentlich nach dem Stock jetzt mal eben eine Pause machen? Ich mein Herz rast, ne? Wir sollten mal eine Pulsuhr irgendwie. Ja, wirklich, das wäre geil, wenn man so den Puls anzeigen könnte. Sind oder sollen wir noch ein bisschen? Sind wir komm, eigentlich müssen wir noch ein bisschen. Sind wir denn nicht gerade in dem Raum, wo auch der Schalter ist? Ich hoffe. Der muss doch eigentlich, ne? Dann aktivieren wir den noch. Ich hab Angst. Willst du jetzt? Nö, du machst das. Wie? Jetzt im Ernst? Da ist der Schalter. Siehst du, und jetzt, hier kommt der auch so schnell nicht. Und jetzt wird's spannend. Und was passiert jetzt? Warum ist das kein war's? Licht dann? Ja, dann ist jetzt oben Licht an dem Keller wahrscheinlich eh nicht oder so. Da ist eine Batterie. Eine Batterie. Ja. Das sieht aus wie diese Kühlschränke mit dem Eisfach, ne? Kannst du dir schon Eiswürfel machen? Erstmal ein paar Eiswürfel, jo. Jetzt kannst du doch wieder hoch, oder nicht? Ja, die Frage ist. Oder gibt's mehrere Generatoren? Nee. Das war doch genau der Generator. Ja. Da ist der Typ. Okay. Meine! Alles klar, dann wollen wir mal wieder zurück in den Wandschrank. Das kann doch nicht wahr sein, der schlängelt da. Was hat der eigentlich gar nichts zu tun? Gibt's nee, da unten keinen nicht, YouTube ne? oder so? Der guckt sich wahrscheinlich unsere Videos an und lacht uns aus. Ja, dass weiß, wir so deswegen Schiss weiß er haben. Immer, wo wir sind. Ja, Livestream, live Hangout. Ja, ja. Ah, mach da schon wieder die falsche Tür auf. Du bist aber auch ein Halunke, du. Richtiger Hallodri. Wieder ein Geist, ja, ja. Aber wie sollen wir denn da rauskommen? Wir sind doch in der Sackgasse, oder nicht? In der Sackgasse. Vielleicht läufst du ihm hinterher jetzt, guckst, wo er hinläuft. Nochmal nachladen, meinst du? Aber der kann uns, der muss uns. Jetzt guck mal, er dreht sich doch bestimmt nicht um. Jetzt hinterher, guck mal. Kann der da so einfach drüber springen? Ja, komm hinterher, oder? Weil wir müssen schnellstmöglich, wenn der weg ist, glaube ich, auch dann da raus, weil der gerade seine Bahn dann zieht. Und jetzt müssen wir wieder hoch, ne? Was sagst du so einfach? Da hat er schon wieder was gesagt. Oh, du kannst doch nicht... Hä, ich muss doch hier lang, oder nicht? Ich habe doch hier alles angemacht. Ja. Ne, die in der Mitte musst du noch, oder? Echt? Die musst du doch noch in der Mitte. Spring, du. Oder hatten wir den schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne, der ist schon, ne? Ach, jetzt ist er an. Okay, raus, der ist direkt hinter dir. Wir ja, ja, ich renn ja. Okay, da drüber. Ab geht die Post, meine lieben Freunde. Aber wohin, wohin? Ja, da nicht hin, da ist zu dunkel. Okay, nach links, alles klar. Hier ist schlecht, hier kannst du dich bestimmt verstecken. Kannst du dich hier irgendwo verstecken? Verstecken, verstecken, irgendwo verstecken, unterm Bett verstecken. Geht nicht. Ach du Scheiße. Ach hier du durch. Scheiße, la la la. Okay, dadurch. Wow, jetzt und dadurch, jetzt? Dadurch. Zum Öffnen. Und jetzt hoch. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Yes! Draußen. Okay, okay, okay. Und jetzt? Jetzt safe dich in der Mitte und dann beenden wir die Folge erstmal. Genau, hier safen wir erstmal. Mach zu. Yeah! Oh! Mein Gott! Auf Toilette gesaved. Yeah! Hier können wir uns wohlfühlen. So, schauen wir mal. Pause. Schauen wir mal gerade kurz. Ja, hier sind wir sicher. Hier sind wir sicher. Erstmal Pause. Das war's mit der heutigen Folge. Ich bin leider schon das erste Mal jetzt in diesem Spiel gestorben, weil ich mich auch extrem blöd angestellt habe. Aber ich hatte auch einfach ein bisschen zu viel Schiss. Nächstes Mal spielst aber du wieder mehr, ne? Nächstes Mal fange ich jetzt an zu spielen und dann spiele ich auch mal mehr. Mein Herz, das ist bestimmt dann nicht so gruselig. Alter Schwede. Freunde. Mir hat's gefallen. Wenn euch das gefallen hat, gebt dem ganzen Daumen hoch und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 15 Uhr weiter. Bis morgen. Ciao.
Ciao.